Herzlich willkommen zur zweiten Folge Deal or No Deal hier im Konfi-Kanal Staffel 3. Diesmal Gast Nummer 2, der gute Keldi. Wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder wann auch immer ihr das schauen solltet. In Folge 1 hat Sub einen schlechten Deal gemacht. Also Sub steht hier mit Platz aktuell auf. Eigentlich Platz 1 kann man nicht sagen, weil es dieses Jahr etwas anders ablaufen wird, wahrscheinlich. Aber Stab steht unter den Top 4 aktuell mit 125.000k. Also 125k. Stab hätte er in seinem Koffer 500k gehabt. Also, er hat einen schlechten Deal gemacht. Aber Kelly, was ich sagen wollte, es gibt dieses Jahr eine kleine Regeländerung. Bis jetzt haben wir eben eigentlich immer gespielt, um in die Top 3 zu kommen. Dieses Jahr wollen wir es ein bisschen länger ziehen. Dieses Jahr wird es nämlich auf mehr Taktik und Geschick ankommen, denn es geht darum, dass die besten 4 Leute nochmal dran kommen werden dieses Jahr. Okay. Die in dieser, jetzt ist eine Art Vorrunde, das heißt, du musst dieses Mal schon gut spielen, weil die besten 4 kommen nochmal dran, die dann in eine Art Battle gegeneinander antreten. Das heißt, ich werde dann 2 Spiele gleichzeitig haben, immer abwechselnd die Koffer runterspielen. Das heißt, einmal spielt zum Beispiel der Beste gegen den Schlechtesten in der Liste, spielt zum Beispiel Sub gegen dich jetzt zum Beispiel, wir spielen dann gleichzeitig gegeneinander und wer in dieser Runde dann die meisten Punkte holt, das meiste Geld holt. Das heißt, jetzt qualifizierst du dich mal nur für die, musst du dich schaffen, für die Top 4 dich zu qualifizieren. Und dann gibt es halt dann Battles, wo du da direkt gegeneinander spielst. Okay. Ist ein neues Konzept, ist ein neues, zieht das Projekt etwas und soll das etwas Ganze etwas bisschen spannender machen. Aber ja. Ja, so haben wir ein bisschen mehr zu tun auf jeden Fall. Also. Ich überlege mir auch jedes Jahr etwas Neues, um das ganze Projekt etwas am Leben zu halten, nicht immer das Gleiche zu machen. Aber ja, ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Standardfrage Nummer 1. Welchen Koffer hättest du gern? Welchen Koffer nehmen wir dann? Ich kann dir nicht mehr sagen, was du. Ich weiß nicht, welchen Koffer du letztes Jahr hattest, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, letztes Jahr war es die 19, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Wir nehmen. Die goldene Mitte lächelt mich so an, aber wir nehmen mal die. Ich bin diesmal für die Nummer 7, klingt gut. Ich will die Nummer 7. Nummer 7. Glücksal. Grund, wieso du die 7 nimmst? Reiner Zufall. Einfach im Sinne reingucken und mir reine ist gerade nach der 7. Reines Bauchgefühl. Reiner Bock, genau. Und weil wir die 7 schon genommen haben, machen wir jetzt mal die 17 raus. Okay, nehmen wir die 17. 400. Das ist glaube ich, der kleine Start ist ab. Sub hat auch am Anfang die 400 rausgehauen. Klingt gut. Und kleine Info, beziehungsweise kleine lustige Info am Rande. Ich bin gerade kurz einkaufen gewesen und habe genau 25 Euro bezahlt. Also nehmen wir mal die 25. 25. 300k. So viel. Okay. Hätte ich die bekommen, wenn ich eine 25 neben der 25. Ich glaube fast genau, der zweite Koffer für Sub aufgemacht, aber glaube ich auch 300k. Ja, dann weiß ich, was ich am Ende machen muss. Ich nehme die Nummer 4. Nummer 4. 100 Euro. Das ist jetzt nicht mehr so, wie Sub war. Sub hat die 100 lange, lange drin gehabt. Also, Sub hatte bis zum Schluss auf der rechten Seite nur mit die 500k und 2 oder 3 Sachen noch auf der linken Seite, aber da hast du halt 4 zu 1, er hat einen Deal gemacht, war halt nicht gut, weil es wäre, wie länger gespielt hätte, es wären halt schlussendlich die 500k hätte rausschauen können, aber
Schaut aber trotzdem nicht schlecht aus. 125k ist keine schlechte Summe. Ist auf keinen Fall schlecht. Nein, dann nehmen wir direkt die 14 hinterher. Da Da ist ist die die Million. Mille. Okay, das ging schnell. Wir haben, Machen wir direkt weiter. Die 21. also wir haben Und keinen Jungen, also keinen, der den Jungen wir aus haben der schon mal Wissenschaft keine macht. Million. 75, das ist wieder besser. Bis jetzt ziemlich aufgeteilt, so links, rechts, ziemlich das Gleichgewicht. Das heißt, jetzt würde rein theoretisch noch mal ein Rechter kommen, damit wir ganz ausgeglichen sind. Hoffen wir es nicht. Wir nehmen die 10. Nehmen wir die glückliche Nummer 10. 10, los, mit 10, 10 Euro. 5 Euro. 5. Auch Noch gut. besser. Der Banker ruft an. Es ist der Banker. Was für ein Ja, Angebot ein bekommen? Angebot, das wir ablehnen können. 11.000 wollen wir nicht. 11.000. Also, du glaubst nicht, dass das reicht, um die Top 4 zu machen? Nein, das glaube ich nicht. Das wollen wir nicht. Wir haben nur gerade erst angefangen. Okay, no deal. So, die nächsten 5 Koffer. Wir nehmen die Nummer 20. Eine Strategie eigentlich dahinter oder einfach aus gut Glück, was auf mich? Einfach auf gut Glück bis jetzt. Wir gehen mal von oben runter. Die 19. Weißt du eigentlich, wie du in den letzten Jahren abgeschlossen? 100k. 100.000, okay. Im letzten Jahr hatte ich 200 noch was 1.000, meine ich, wenn ich Hast du, das glaube richtig ich, im Kopf da bist habe. du Zweiter, glaube ich, gewesen. Celine war Erster. Ja, zweiter ist ganz gut. Ich meine, Celine hatte dann 500.000 oder so. Nee, Celine hatte 270 oder so hat die gehabt. Die hat halt. Ich hatte 220, genau, so Und war's. Celine war ein bisschen höher als du. Und es war ja damals so, dass Celine, wer die große Staffelsiegerin war, ist auch die Staffelsiegerin geworden. Aber es war halt dann so, im letzten Part, mein Part, wo ich nochmal alles aufmischen konnte, ist halt dann passiert, dass ich noch die Chance hatte, glaube ich, bis zum letzten Koffer, dass ich noch über Celine komme. Wurde es dann natürlich nicht. Meine Gier war zu hoch und ich bin runtergefallen. Aber das habe ich auch bei Subsplit-Part schon gesagt. Das ist keine neue Information für die Zuschauer, aber ich vielleicht nicht gegen uninteressante Informationen. Kelly? Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Ich hab erstmal zugehört, bisschen geschrieben. Wir nehmen als nächstes. Komm, die 12 lächelt mich so an in der Mitte. Die 12 ist auch noch 12. weg. 12. 1 Euro. 1 Euro! Hurra! Das Tüx ist noch im Spiel. Der Cent. Der Cent ist noch drin. Es ist Den wollen wir immer, haben. wie gesagt, es ist immer noch interessant, dass wir in der ersten Staffel es geschafft haben, den Cent und die Mille auszuspielen. Also zeigen wir irgendwen, der in dem Spiel es schafft, den Cent und die Mille auszuspielen. In 8 Folgen. Das ist sehr unwahr. Das ist, ja, ich glaube auch nicht, dass diese Staffel sein wird. Wir nehmen die 15 als vorletzten. Zehntausend. 10.000, okay. Und wenn ich der Cent wäre, ich wäre sicherlich nicht in der 1, aber wir nehmen mal die 1. Nicht in der 1, aber du glaubst, dass doch in Der der 1 Cent was ist Kleines sicherlich ist. nicht in der 1, aber vielleicht so ein 500 Euro oder sowas. Oder Oh. 1000. Das ist Cent. Der Cent ist in der 1. Na was? Wer hätte es gedacht? Also, Der Banker. der Banker ruft an. Du kannst mit wenigstens, also 40.000 Euro als zweiter Ansatz. Also, nicht schlecht, würde ich sagen. 40.000. Ja, also, das ist nicht schlecht. Klar. Also, wir wissen nicht, also, wir haben gesehen, in der ersten Staffel hatten wir halt mit Jung den kompletten Glücksrun. Es hat mit 300.000 wirklich gut gelaufen. Aber du wärst mit 40.000 in der ersten Staffel, erste Staffel war sehr hoch, die Beträge eigentlich angesiedelt. Aber zweite Staffel waren die Beträge wesentlich geringer, die ausgespielt wurden. Also, wird es in der dritten Staffel auch geringer wieder werden? Also, Subway mit dem Betrag, was jetzt hat, jedes Mal in die Top 3 gewesen. Ja, 125 ist eine stolze Nummer. Aber 40.000 bin ich, außer würde ich auch sagen, nein. Wenn da jetzt 400.000 gestanden hätte, hätte ich natürlich sofort ja gesagt. Aber 40.000, no deal.
Sicher? Nein. Wir machen weiter. Dann Und müssen wir wollen vier Koffer haben haben. vier weitere Koffer. Die Nummer 23. Sieben 750 Euro. hundertundfünfzig Euro. Dann nehmen wir die 11. 11. Gib mir einen kleinen Moment, ich muss eben den Kater reinlassen. 10 Euro! 10 Euro. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, da bin ich wieder. Als nächstes zwei Koffer haben wir noch. Was hat das Sub eigentlich für einen Koffer? Die Nummer 16, die 16. er jedes Jahr hatte und ihm Na, drei dann. Jahre, 2 Jahre kein Glück gebracht hatte, also 2 Jahre gut Deal gemacht. Ich glaube, im zweiten Jahr hatte er den Cent drin, aber der kann diesmal nicht mehr drin sein. Es kann nicht mehr der Styx drin sein. Es kann nur mehr, also dieses Jahr waren bei ihm in der Nummer 16 500k drin. Sag ich gleich. Er hat aber halt einen schlechten Deal gemacht. Na, dann schauen wir mal, ob in der 16 tatsächlich die 500.000 drin sind. Wieder der Fall gewesen. Was hätte Sub in dieser Runde bekommen, wenn er das 60 wieder genommen hätte? Was hätte Stab dieses Mal bekommen? Bei 200 100. Euro. Okay. Da hätte Sub definitiv einen guten Deal gemacht. Ja, das hat mir auch Glück gebracht. Danke, Stab, dafür. Dann nehmen wir zum Schluss. Plus der letzte Koffer, den du aufmachst, Deal nimmst du sofort an. Nein, also die Deal weiß ich noch nicht, aber wir gucken erstmal, was drin ist, weil alles unter 50.000 ist in Ordnung. Wir nehmen die Nummer. Ich hätte jetzt gesagt den 27, weil wir den 27. haben, aber die gibt es ja nicht. Wir nehmen die Nummer Aber 9. die Nummer 9. 25. Oh Gott, Kelly, du Na, ich räumst sag ja. links verdammt gut auf. Oh ja, wir legen wirklich gut auf. Es kann nur noch runtergehen. Jetzt kommt der Banker und macht mir. 135k. Das wäre mehr als Sub. Habt. Damit wärst du aktuell Platz 1 und einen guten Schritt in die Top 4. Wir haben jetzt noch drei Koffer, die wir nehmen müssen. Haben vier Beträge, die drüber sind, und drei, fünf. 7. Das heißt, wahrscheinlich werden wir einen kriegen, der drüber ist, und vielleicht zwei darunter. Ich würde aber 135. Ist schon mal ganz gut, aber ich sag trotzdem, mindestens eine machen wir noch. Eine Runde noch? Sicher? Mindestens eine, je nachdem, wie das Angebot ausschaut. No deal. Also, weiß schon, drei Koffer. Drei Koffer. Du Jawohl. könntest jetzt die drei höchsten Beträge aufräumen und dann hast du noch 200.000 dort Dann wäre übersehen. ich unter, dann wär ich unter Sub. Aber das könnte passieren. Aber ich denke mal nicht, dass wir so viel Pech haben. Wenn doch, Sagtest dann. du, also sagtest du und Sagte er und bekam die drei Koffer hintereinander. Aber das werden wir sehen. Nein, gibt keinen Deal. Hier, okay. So, Dann, dann. was nehmen wir? Nehmen wir. Die 9 hat mir eigentlich gute Dienste geleistet. Also gehen wir direkt daneben und nehmen die Nummer 8. Die Nummer 8. 8, wie 5000. 5.000. Na also, da haben wir schon mal einen, der drunter ist. Das ist doch gut. Das ist gut, weil zwei Koffer noch. Schaut wirklich gut aus, die Runde für dich. Ja. Also. Ich kann nicht klagen. Ich würde sagen, in der 22 ist ein großer drin. Wo wäre noch ein großer drin? In der 3 vielleicht noch. Die würde ich nicht nehmen. Den würde ich nicht nehmen. Wir nehmen mal Koffer 18. Nummer 18.
Da drin. 50 Euro, ja, jetzt geht's aber los, okay. Holy shit, Kelly, also du räumst da wirklich. Jetzt geht's richtig los. Wenn wir mit dem Angebot gut dabei sind, können wir vielleicht schon annehmen. Also, wenn du. Also, ich will jetzt nichts haken, aber wenn du jetzt noch einen kleinen Betrag wegräumst, gehen wir über 200.000 hoch. Vielleicht schon kratzen wir Richtung. Fast schon Richtung, ja, 300.000. Da muss ich auch schon überlegen. Wer weiß, was er dann drauflegt. Also die nehmen wir nicht, die nehmen wir nicht, die nehmen wir nicht. Wo würde ich sonst noch eine große Zahl ausstellen? Wir nehmen den Koffer mit der Nummer 5. In der 5 ist... komm schon, die 5 nehmen wir auf jeden Fall, in der 5. 500.000. Ja, wie gesagt, zwei kleiner und ein großer. Komm, mach mir trotzdem ein gutes Angebot. Ein gutes. 153.000. Das ist wirklich nicht schlecht. Also, wir sind jetzt bei der Zeit angekommen, zwei Koffer noch. Ja. Dann haben wir wieder ein Angebot. Wir haben links zwei Beträge noch, die kann man mit zwei Koffer wegspielen. Rechts viele Beträge. Sogar noch ein paar Beträge über diesen Betrag. Ja, wir haben die 750, wir haben die 400.000. 400 und die 200.000. Drei Beträge sogar drüber. Das heißt, drei sind drüber. Du kannst die Runde spielen gefühlt, was willst. Du kannst nicht alle drei wegräumen. Eben, ich kann nicht alle darüber wegräumen. Ich könnte aber auch die 750 und dann... Dann wäre es schon mal... Dann das wäre ärgerlich. Dann würde halt die Berechnungsgrundlage für unseren Banker ziemlich wieder weiter runtergehen, weil er berechnet halt immer noch, dieser Deal ist ja halt gerade so hoch, weil... Ja, immer noch daran berechnet, aufgrund deiner Erfolgschance, dass die 750.000 drin sind. Weil mit der 500.000, also hättest du jetzt was anderes erwischt, etwas kleineres, wären wir schon auf 200.000 dran. Aber die 500.000 hat... Die 500.000 haben jetzt gesagt, nee. Haben das etwas gedrückt, aber so zwei Koffer sind es. Zwei Koffer. Nicht mehr? Noch nicht weniger. Und nicht weniger. Also ich würde bei meinem Glück rein theoretisch sagen, ich kriege jetzt die 200.000 raus und die 1.000. Würde ich jetzt einfach theoretisch mal sagen. Deswegen sage ich No Deal und gucken wir, ob das stimmt. Ja. No Deal. No Deal. Wir nehmen... Also wir haben jetzt noch hier die Nummer 26, die höchste Zahl im ganzen Spiel. Die 13 mit einer Unglückszahl, Glückszahl für manche. Sonst 2, 3, 6, 22, 24. Wir nehmen die Nummer, nein. Ich denke, wir nehmen die Nummer 6. Nummer 6. Die 6. Wer will schon eine 6 auf dem Zeugnis haben? Dann sorgt eine 6 auf dem Zeugnis für 300 Euro. Sehr schön. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, links habe ich nur mal einen einzigen Betrag stehen. 500 Euro. Das ist das Mindeste, was rausgehen kann. 500 Euro. Niedriger geht nicht mehr. Eben, weniger als 500 Euro kommen wir nicht runter. Das heißt, juhu, das ist schon mal gut. Aber... Wer weiß, was in meinem Koffer drin ist. In meinem Koffer sind sicherlich was in meinem Koffer drin. Ich will jetzt Nummer 7. Sind das 750.000? Die 75.000? Die 500? Oder doch 400.000? Wer weiß es schon. Wir nehmen die... Wenn sie so hoch ist, na dann... Nehmen wir so viele Zahlen. Komm, nehmen wir die höchste raus. Wir nehmen die Nummer 26. 26.
Los, da sind jetzt 50.000 drin, habe ich gehört. Oder 1.000. Oder 500. 5! Ja, gut. Und die linke Seite war nicht mehr. Linke Seite ein Angebot. Komm, über 200? 234.000. Um es nochmal zu wiederholen. Weil wir aller guten Dinge sind 3. Ja. So wie das die Staffel 3. Ha, ha, ha. In der nächsten Runde wäre noch ein Koffer, ne? Oder? Ja, es geht jetzt immer nur um einen Koffer. Einen Koffer. Wenn ich mein Glück fordern war das Glück heraus, weil wir haben 4 Beträge darunter und 2 darüber. Exakt. Und ich würde jetzt theoretisch sagen. Aber solltest du jetzt die 750 rausspielen? Mit einem Koffer? Dann sind wir wieder unten. Dann gibt es die Chance noch, dass du die 400.000 hast. Aber dann musst du ja schon bis fast zum Ende spielen, um das zu schaffen wieder. Oder na, musst dann müsste man theoretisch wieder bis zu den 400.000 spielen. Dann ist die Sprünge wieder ziemlich weit unten. Wenn wir 400 und 200 hätten, wären wir bei 300.000 theoretisch. Da müsste man wirklich bis kurz vor dem Ende. Wenn wir es genauso weiterspielen wie jetzt, das gerade perfekt runtergespielt mit 2 kleinen Beträgen. Ja, besser geht's nicht. Wenn du jetzt 1.000er raushaust, dann verabschiedet sich das Angebot. Wenn wir 1.000er raushauen, dann. Dann gehen wir auf 350 hoch. Dann können wir quasi fast schon annehmen, so gut wäre der. Also, komm. Wir vertrauen auf unser Glück. Heute ist uns Fortuna hold und wir sagen, einen Koffer nehmen wir noch. No deal. Wenn ich 1.000 Dollar wäre oder Euro, wo wäre ich dann? Da wäre ich schon mal nicht. Wie stehst du eigentlich zu der Nummer 13? Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Es wäre theoretisch sogar die erste Rückennummer, ich bin ja Schalke-Fan, auf meinem Trikot gewesen. Jetzt darfst du raten, welcher Spieler. 13, beziehungsweise im Nachhinein 23 ist es dann geworden, weil er die 13 zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Kann ich nicht sagen. Ich kann verraten, Amerikaner. Länger bei Schalke, aktuell spielt er nicht bei Schalke, oder? Spielt nicht mehr, hat aber mehrere Jahre über bei Schalke gespielt. Nein, McKenny hat die 2. Oh Gott, ist auch schon eine Weile her, muss ich sagen. Kann ich dir wirklich nicht sagen, ich weiß nicht, wer bei euch gespielt hat. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Das war das erste Trikot, was ich entsprechend mit Rückenflug hatte, war das Trikot vom guten. Wir kennen ihn alle, Rumtreter, Rastafari, Lockenträger und Kevin Großkreuz, Beinbrecher, Jermaine, Mother, Beep, Jones. Also, was nehmen wir denn? Dementsprechend die 13 würde ich schon mal nicht nehmen. Okay. 22, denke ich auch. Also ich hatte gerade da ein Bild vor mir, da stand die 22 drauf. Ein Bild? Was hat das Bild denn gesagt? Gerade habe ich davor den Netflix laufen und weil ich nichts anschaue, zeigte mir halt alle aktuellen Folgen und da gibt es eine Show, wie es auch schon die 1922 heißt und da ist halt eine 22 dabei. Ich weiß nicht, was in der Show geht, aber gerade zeigte mir ein Bild von Castlevania, dem Anime, der auf Netflix ist. Ja, genau. Ich muss mir auch unbedingt Netflix holen. Für irgendwann. Ich weiß noch nicht wann und wo und mit wem und für wie viel Geld. Das ist ein anderes Thema. Also, oder Leute, wenn ihr Zuschauer hier habt, ihr habt noch Platz für einen Kelly in eurer Netflix-Gruppe. Genau, falls ihr noch jemanden wollt, der für eine Netflix-Gruppe einen kleinen Obolus zahlt, ich bin auf jeden Fall dabei. Wo wir schon bei Filmen und Serien sind, ich würde mal sagen, die Leute haben mich für einen Part genommen, um Zahlen zu wählen und nicht um sie zu quälen. Deswegen nehme ich die Nummer 3. Göttlich, Simpsons, der Film. Mr. Schwarzenegger. Eben, das ist Präsident.
Ich bin der Präsident. Mal gucken, ob der Präsident mir Glück wünscht. Es sei denn, er ist Donald Trump, dann wünsche mir auf jeden Fall kein Glück. 50.000. Das ist besser als nichts. Als 700. Der zweitniedrigste Betrag, den du hast. Eben. Also. Viel weniger hätte ich nicht machen können. 288.000. Mann! Ich will jetzt nicht die 750 rauswählen und dann raus sein. Das heißt, wir können ja, wie gesagt, das Ganze theoretisch durchgehen. Okay, okay, aber wenn wir sorry, Sub, wir haben vorher geschaut, Sub hat, glaube ich, vorher geschaut, wie lang unser längster Part Deal or No Deal war, bis jetzt. Weil, wie es ausschaut, haben wir in der ersten Staffel, haben wir Deal or No Deal durchgerusht, haben wir Parts durchge... da hat, glaube ich, Daniels Part ganze 4 Minuten gedauert. Sub hat jetzt vorher den längsten Part aufgestellt mit 24 oder 25 Minuten. Kelti, Glückwunsch, wir sind schon bei 26 Minuten. Du hast jetzt offiziell den längsten, den längsten Part in Deal or No Deal schon. Also wir haben... Darauf trinke ich. Also, oh, wir müssen sagen, diese Staffel, wir haben die Qualität des Redens erhöht oder die Länge des Redens erhöht. Eben, wir plaudern nebenbei ein bisschen. Man könnte gefühlt eine Show machen. Jetzt musste nur noch Werbung dazu kommen und schon würde man ein eigenes Fernsehprogramm haben. Mach mir eine Werbung dafür. Werbung für, ja, was? Ja, mach du zuerst entsprechend Werbung für. Für was Werbung, machen wir Werbung? Werbung für. Ich würde sagen, andere Projekte des Konfiginals. Also, soweit ich weiß, gibt es aktuell unser Dauerlaufprojekt Rainbow Six Siege, wo wir... ich weiß gar nicht, in welcher Season wir jetzt aktuell sind, ob wir da schon in der aktuellen weiten neuen Season schon sind beim Ausstrahlen oder nicht. Dann gibt es noch TTT oder von mir Uncharted und Digimon World Next Order, wo auch der gute Kelly drin vorkommt. Hurra! Jedenfalls in ein paar Parts. Aber jedenfalls wahrscheinlich in allen Parts, die jetzt in diesen Monat kommen, müsste Kelly drin sein. Ja, und was hast du aktuell auf deinem Kanal laufen? Nichts? Nix, außer Fandubs, die entsprechend theoretisch hier und da laufen. Aber ansonsten genieße ich einfach nur, die dass Ruhe. Leute diese Fandubs wieder und wieder und wieder und wieder gucken und in die Tausenden und Abertausenden gehen. Und auch Kommentare da lassen, freut mich auch. Du hast ja ein Video, das verdammt abgegangen ist. Eins, komm an, warte. Ich könnte rein theoretisch sogar mal eben nachschauen, wo ich gerade hier bin. Mein Kanal. Ich kann es mal eben kurz informieren, so rein analyse-technisch. Ich wette, er ist mittlerweile über den 2 Millionen Zuschauern. 1,7 Millionen Aufrufe. In 2 Jahren. Nicht schlecht. Ja. Gut, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, das Thumbnail dieses Parts ist sehr Clickbait-würdig, das muss man selbst sagen, oder? Das, meine Freunde, ist die Magie von weiblichen Geschlechtsteilen. Aber wer auch immer dieses Video nicht kennt, diesen Fan-Dub von Keldi, war da noch mehr dabei? Nein, es war im Prinzip, es war wirklich nur ich, der einfach nur genau dann sich einblendet, wenn normalerweise die Stimme von Butters aus South Park entsprechend übernimmt, die ich schrecklich ist. Ich meine, Qualität war entsprechend vor 2 Jahren noch scheiße. Was aber war, wir waren. Was war, aber ja, machen wir mal den nächsten Koffer, dann machen wir weiter. Entscheid. Also, machen wir den Koffer. Ja komm, wir können eigentlich so schön plaudern. Mir fällt auf, die Kurve geht immer weiter nach oben. Wann geht sie runter? Geht sie runter? Runde? Geht sie runter? Geht sie runter? Springen wir vom Pferd ab oder geht die Kurve noch weiter nach oben und wir könnten noch mehr Geld machen? So, es ist immer noch der Stand da. Es ist immer noch der Stand da. 3 darunter, 2 darüber, 1 Koffer. Da hat sich nichts geändert. Eben, da hat sich nichts geändert. 3 darunter, 2 darüber, dann machen wir noch eine. Machen wir No Deal. Komm, ist gerade so schön. Wir ziehen den Part noch ein bisschen in die Länge. Heute, meine Freunde, knacken wir die halbe Stunde in 5, 4, 3, 2,
1. Jetzt. Herzlichen Glückwunsch, eine halbe Stunde Deal or No Deal. Dass diese Staffel länger wird. Oh ja, gut. Jetzt die Frage, was für einen Koffer nimmst du? Kelly? Oh Gott. Wie sonst hat Kelly mal wieder Internetprobleme. Also, ich kann jetzt ja mal vielleicht für die Zuschauer erklären, wie ich es mir dieses Jahr vorstelle, bis Kelly wieder da ist, das ganze abwickeln soll. Also, es werden die Top 4 ausgespielt, es wird wahrscheinlich Teilnehmerfeld wird dieses Jahr wahrscheinlich fix sein, also eingeplant sind. Zap, wer schon dran war, Kelly, Jung oder Jung Mario, Mihawk, Celine, Copa, Rafa, Flo, ich selbst. Da bin ich auf jeden Fall wieder. Ich selbst und welcher Back Kelly, ich selbst und habe ich irgendwen auslassen? Daniel, oder wenn Daniel vergisst zu sagen, Daniel ist ja auch dabei. Ich glaube, es sind genau, glaube ich, 10 Leute. Ich schaue noch sicherheitshalber nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Es sind genau 10 Leute. Und diese 10 Leute, die dieses Jahr in dieser Staffel teilnehmen werden, spielen darum, um in die Top 4 zu kommen und dann in einem Duell aufeinander zu treffen, wird dir ein Halbfinale und ein Finale. Aber Kelly ist wieder da und kann den Kopf öffnen. Ich habe jetzt dann, wie bekommen, dass dein Internet weg war. Wir nehmen kurz, lange Rede, kurzer Sinn, die Nummer 22. 22. 1000. Ja, gut! Okay. Besser kann es nicht werden. Theoretisch. Also es kann natürlich noch besser werden, aber wenn wir jetzt über 356k reden. Da brauche ich nicht lange überlegen. Jetzt sind wir immer noch, jetzt sind wir zwei drüber, zwei drunter. Und 50-50 ist mir theoretisch einfach zu riskant, weil mit 356.000 sind wir so gut dabei. Aber zwei drüber und drei drunter, hast du gesagt. Ja, ich weiß. Also. Wir haben jetzt aber 3 Koffer und ich hätte jetzt gesagt, ja, du hast 3 Koffer noch da. 2 zu öffnen. Nein. Ja. Einen zu öffnen. Einen? Es könnte auch die 400.000 wegfallen jetzt. Sondern die 700.000. Dann wären wir nicht sonderlich weniger, ja. Dann ist immer noch. Dann würde es wahrscheinlich der gleiche Betrag nochmal stehen. Nur, dass es dann nicht mehr 2 zu 2 steht, sondern 2 zu 1. Gut, das stimmt natürlich auch. Und selbst wenn wir die 750.000 erwischen würden, wären wir rein theoretisch immer noch vor Sub. Ja. Würde ich jetzt theoretisch sagen. Also, machen wir noch einen und ich würde rein theoretisch Folgendes sagen. Ich hätte jetzt geschätzt, dass in Nummer 2 auf jeden Fall die 200.000 drin sind. Hätte ich jetzt theoretisch gesagt, jetzt wenn ich so weit gucke. Wo? Einfach nur aus reinem Zufall und weil ich blöd denke. Deswegen, wir machen Nummer 2 auf und dann gucken wir weiter. Nummer 2, sagst du 200.000 drin. Wenn wir dann wirklich einen von den kleineren raus haben, können wir immer noch Deal sagen. Und wenn nicht, dann schauen wir immer noch. Wir nehmen auf jeden Fall die Nummer 2 jetzt noch und dann schauen wir weiter. Okay. Die Sicher? Kurve geht immer weiter nach oben. Wann fällt sie ab? Ah! Viel zu viel Spannung. Nummer 2. Nummer 2? In der Nummer 2 sind 200.000. Willst du die Augen zumachen? Soll ich die Augen zu? Ja, ich meine, es dauert ja sowieso zu lang. Wir machen die Augen zu und du sagst nur, wenn der Broker das Angebot gemacht hat. Okay. Ich höre nicht. Der Kopf ist zu. Der Kopf ist auf, meinte ich. Das Angebot ist da. Das Angebot ist. 302. Wir haben die 400.000 erwischt, okay. Ja. Aber jetzt haben wir. Das, was ich eigentlich gesagt habe. Wir haben jetzt den Fall 2 zu 1. Mann!
Jetzt ist sie runtergegangen. Geht sie noch mal höher? Oder machen Also, wir jetzt wirklich den... jetzt kommst du dran. Wenn du einen der zwei erwischt, dann geht's runter. Also dann geht's. Ja, nein. Dann geht's hoch. Also wenn du jetzt zum Beispiel die 75.000 erwischt, hey, dann gehen wir auf 450.000 hoch. Dann geht's nochmal in 100.000 oder hoch und dann. Also, es ist jetzt nur ein Koffer, den du von klein weg musst. Dann bist du in einem Bereich, der von den wenigsten Leuten gespielt wird. Ja. Mm. Und damit bist du wahrscheinlich fix unter den Top 4 schon drin. Weil es kann ja sein, dass jetzt bei 10 Leuten 4 Leute verdammt viel Glück haben und du rausfliegst. Kann ja sein, weil wir haben in dieser schon so viel erlebt mit Dino Nodil. Kann so viel passieren. Kann sein, dass wir 3 Leute haben, die 4 Leute haben, die plötzlich alle 500.000 im Koffer haben. Oder 400.000. Oder 500.000 oder 57.000. Also die Million sogar. Kann sein. Also, wie ist deine Entscheidung? Kelly? Ja. Ich blende mal wieder Werbung ein. Also, ich sage Werbung. Gut. Was kann ich Werbung machen? Eigentlich dürfte ich gar nicht Werbung machen, weil es ist ja kein. Wir werden doch nichts finanziert. Also wir. Das ist ja allein unser eigenes Hobby. Also es ist keine Werbesendung hier oder so weiter, weil wir dürfen für nichts Werbung machen, weil wir dürfen halt Empfehlungen für was ausgeben. Also. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel Empfehlungen für dieses wunderschöne kleine Weinchen, was ich mir gerade geholt habe, machen. Falls wir den Part noch länger in die Länge ziehen wollen. Ja. Aber wie gesagt, 342.000, ich würde sagen, damit bin ich sicher in den Top 4 und in den nächsten Parts können wir garantiert nochmal nach anderen Sachen gucken und schade um die 14.000, aber 342.000, das ist ein Deal. Sicher? Also du willst damit... Sicher. Das abschließen, was du jetzt hast. Wir nehmen die 342.000. Auch wenn ich hätte jetzt auch wenn auch aber auch wenn du nochmal durchhängen. Zwei Koffer sind drunter, einer darüber. Triffst du einen, der darunter, wo sicher noch einer von denen darunter drin ist. Sicher noch einer da drin. Geht es definitiv auf 400.000 hoch. Wenn nicht sogar 450.000. Es ist sicher einer noch drin. Das heißt, es ist keine Lüge, es ist einer davon drin. Also, oder sagst du jetzt wirklich, Deal, letztes Wort. Ich würd aber andersrum entsprechend sagen. Wir sind 38 Minuten erstmal im Part und andersrum würde ich genau die Minuten sind des Parts sind scheißegal. Das ist so scheißegal. Wenn ich jetzt tatsächlich die 750.000 treffen würde, wäre ich unter Sub und dann wäre ich nicht einmal mehr unter den Top 4 wahrscheinlich und sonst was. Also, wir können beim nächsten Mal nochmal darüber diskutieren, ob wir wirklich bis zum allerletzten Koffer spielen und dann über Deal or No Deal sagen. Aber 342.000, ich würde sagen, wir machen die Hand drauf, machen einen Deal und sehen uns höchstwahrscheinlich in den Top 4 wieder. 342.000 ist ein Deal. Ich habe leider keinen Buzzer gerade zur Hand. Dann. Deal. Was wäre in meiner Nummer drin gewesen? Was wäre in der Nummer 7? 75.000. Es wäre der schlechteste. Das heißt, ich hätte 200 oder tatsächlich 750.000. Okay. Sehr guter Deal. Na gut, also wären wir bei 50-50 gewesen. Ja. Dann kommen wir in die Liste mit 342.000. Yippie! In
Liste. Wie gesagt, es gibt dieses Jahr keine Top, also die Top 1, 2, sondern hier stehen nur die vier Leute, die sich fürs aktuell fürs Finale, also für die Halbfinale qualifiziert haben. Das sind bis jetzt aktuell Kelly und Sub als einzigen beiden Spieler. Oh ja, Die als zwei aber von zehn. verdammt gut vorgelegt haben, muss man sagen. 125.000 ist auch eine Marke, aber 342.000, ich meine, damit wäre ich, sofern es keine Million ist, glaube ich, ansonsten immer vorne mit dabei. Damit hättest du die letzte Staffel gewonnen und hättest du die erste Staffel gewonnen, hätte Jung nicht in der ersten Staffel die Million ausgepackt. Das wäre Also das perfekt ist auf jeden gewesen. Fall eine Hausmarke und ob ich die toppe oder ob jemand anders die toppt, würde ich mal sagen, sehen wir im nächsten Part Deal or No Deal. Auch selbst mit ein paar Unterbrechungen hat es mir einen Heidenspaß gemacht. Wir haben verdammt lang diesen Part schon wieder Oh gemacht. ja, wir haben wirklich verdammt lang gezogen und überlegt. Ja. Na dann, ein Bis. Prost auf euch und wir sehen uns wahlweise in den Top 4 wieder oder bei einem anderen Video. Bis dann. Ciao.